Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber, und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, heute ist natürlich Montag. Heute ist der 25.01.2021. Heute ist der Montag. Und hoffentlich habt ihr ein tolles Wochenende gehabt. Und ja, es beginnt wieder die neue Woche wieder los. Und ja, heute gibt es etwas Besonderes, etwas Neues. Und zwar, wir werden morgen ein Livestream machen auf der PlayStation 5. Das machen wir am Morgen mit einem Livestream auf der PlayStation 5 morgen. Also morgen. Aber die PlayStation 5, die habe ich schon seit 22. Dezember bekommen. Die ist schon am 19. Dezember gekommen, nämlich am Freitag. Und am Montag ungefähr, na, kurz vor Weihnachten, habe ich sie dann ausgepackt, aber 22. Dezember ist auch auf meinem YouTube-Kanal, nämlich ein YouTube-Video und natürlich auf Instagram bei Nafi Lukas. Ja, dann folgen wir natürlich auf Instagram, da heißt es natürlich Nafi Lukas und auf Facebook Lukas Nafi Luki, geht auf TikTok Lukas Nafi 4 und da können mir gerne mich Follower, also mich folgen und mich ein Like geben. Und da würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist, könnt ihr mich gerne unten auf die rote Basis zu abonnieren und Glocke aktivieren, Glocke zu schalten. Weil sonst verpasst du nicht auch kein GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs und vieles mehr. Und morgen werden wir ungefähr nachmittags die PlayStation 5 spielen. Da habe ich halt die Kamera, die ist schon heute gekommen. Oh mein Gott. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Da kann man dort auf Livestream machen. Auch auf YouTube, auch auf Twitch kann man. Bei Twitch kenne ich das zwar nicht, aber ich bin ja nicht auf Twitch, sondern auf YouTube bin ich immer aktiv. Und da morgen nachmittags, wenn wir ungefähr 14 Uhr oder ungefähr nachmittags, wenn wir dann Livestream, da werden wir dann mit Astros Playroom, der vorinstallierte Spiel. Und da werden wir euch zeigen. Und mit dieser Controller. Und dazu werden wir dann morgen eher zocken. Oh mein Gott. Und da werden wir dann morgen zu euch zocken. Also morgen dann. Also morgen werden wir dann mit der PlayStation, mit einem Livestream, wenn wir dort Astro Playroom spielen. Oh mein Gott, das wird so cool. Und das spielen wir dann erst morgen Nachmittag. Und morgen Nachmittag machen wir ein Livestream hier auf YouTube bei Lukas Vlogs. Da werden wir da alle Astro Playroom durchspielen. Eine paar Arbeit letzte bei Dinosaurier, also Roboter Dino. Das ist manchmal ein bisschen schwer, aber dann ist es wieder einfach. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es zu einfach, aber ist uns schon süß gemacht. Aber die Grafik, ey, die ist so viel, viel besser. Weil dies ja im Sommer so auch endlich GTA 5 vor PlayStation 5 und Xbox Series X und S erscheinen. Und da wird auch die Grafik viel, viel, so wie bei der Version 2 ungefähr, da wird die Grafik so viel, viel besser aussehen. Und ich freue mich schon dann auf GTA 5 auf PlayStation 5, also vor Sommer erst, also dies ja im Sommer erst. Und da werde ich das letzte Mal spielen und durchspielen, die Mission und die Story und ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt und demnächst soll irgendwann später auch GTA 6 Wahrscheinlichkeit auch noch in dieser Jahr anzukündigen und zu veröffentlichen. Aber es kann ja dieser sein, dass GTA 6 Wahrscheinlichkeit noch dieser noch angekündigt zu werden. Wahrscheinlichkeit in dieser. Und das heißt, wenn GTA 6 wahrscheinlich dieser noch angekündigt würde, also dann wäre damit ein Release. Spätestens Herbst 2022, wenn nicht sogar erst, wo er raus erscheint, immer Spiele, immer in 2 Jahre. Das heißt, da kommt GTA 6 erst spätestens Herbst 2023. Da bin ich schon 19 Jahre alt und wahrscheinlich auch 2024, da bin ich auch schon 20 Jahre alt. Und da bin ich so alt, schon Erwachsene und vielleicht werde ich auch da weiter mit YouTube machen und also morgen geht es schon los, 14 Uhr ungefähr nachmittags, wenn wir da loslegen mit Astros Playroom, der vorinstallierte Spiel. Da werden wir alle, falls ihr eine PlayStation 5 habt mit Laufwerk, ich habe natürlich eine PlayStation mit Laufwerk, falls ihr eine PlayStation 5 bekommen mit Laufwerk oder mit digital, also mit ohne CD, also mit ohne Disc und
Und ja, weil bei alle PlayStation 5 ganze Welt nämlich ausverkauft, auf der ganzen Welt, nämlich die PlayStation ist nämlich der sein, ist schon ausverkauft. Aber man muss schnell beeilen, weil sonst ist wieder Sekunde wieder ausverkauft. Es ist schwierig und im Laden gibt es auch keine PlayStation 5 im Laden. Weil auch wegen Corona ist es so, mit Maske tragen, mit Abstand halten und ja. Corona ist immer noch da, aber wir wissen zwar nicht, was mit Coronavirus endlich so aufhört, wann das Virus endlich aufhört. Und ja, so, das war es dann natürlich auch bei Lukas Vlogs. Habe es dir gefallen, gibt es einen Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen, mach Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und sonst verpasst auch nicht um GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs und vieles mehr. Und ja, Mobbing geht schon los mit unserem Livestream. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, noch schönen Abend. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Nachmittag, noch schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss, Liebe. Wahrscheinlich ist es morgen Livestream. Wahrscheinlich kann morgen Nachmittags, wenn wir da Livestream machen, also Livestream. Oder bis dann, bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss, Liebe. Oder wahrscheinlich bis morgen bei Livestream. Also dann, mach's gut und tschüss, ihr Lieben.